Aloha, mit Prey startet nunmehr der fünfte Solo-Film im Predator-Franchise, exklusiv auf Disney Plus am 5. August. Regie hat geführt Dan Trachtenberg, kein geringerer als der Regisseur von 10 Cloverfield Lane. Wer den noch nicht gesehen hat, absolute Top-Empfehlung. Ein Thriller-Kammerspiel allerhöchster Güte. Wirklich geiler Film. Aber egal, heute geht es hier um Prey oder Predator 5 in Anführungsstrichen in Klammern. Der hat eine knackige Laufzeit von 99 Minuten, reicht aber auch völlig aus. Ist übrigens der erste Predator-Film unter Disneys Fittichen und der Shitstorm war bereits im Vorfeld schon wieder riesengroß. Disney macht einen Predator-Film, das kann ja nichts werden, das wird ja so eine Weichspieler-Version. Und, eine Hauptdarstellerin, eine Protagonistin im Mittelpunkt, das wird auch nichts. Und eine Indianerstamm, bla bla bla. Und in der Vergangenheit, das wird ja langweilig. Der Predator mit seinen entwickelten Waffen, das ist doch gar kein, die sind doch gar kein Gegner für den, hast du nicht gesehen. Es wurde alles wieder so down gemacht. Das heißt, Fanbases und Internet sind echt eine toxische Geschichte. Denn das hat der Film definitiv nicht verdient. Ich persönlich fand gerade die Prämisse, ey, es spielt in der Vergangenheit. Ne? Man hat nicht hochtechnisierte Waffen oder Mittel zur Verfügung. Ja, und auch mal ein weiblicher Charakter in der Hauptrolle im Mittelpunkt. Warum nicht? Hat bei Alien und Ripley zum Beispiel auch keine Sau interessiert. Da war das selbstverständlich. Da war Ripley gegen die Aliens. Und ich meine, hallo, klopf, klopf, ne? Werdet mal wach, Leute. Aber auch gerade diese ganze Prämisse und Indianerstamm, hast du nicht gesehen, das fand ich doch gerade mal interessant und erfrischend. Warum muss man immer so, aber egal, später dazu einfach mehr, also das Thema Shitstorm will ich jetzt einfach abhaken. Kommen wir einfach kurz zur Story des Films. Der Film spielt zu Beginn des 18. Jahrhunderts in der Welt der Comanchen. Im Fokus steht die junge Nanu, die in einem Kriegerstamm aufgewachsen ist und ebenfalls Kriegerin sein will. Sie bringt natürlich auch entsprechendes Know-how mit, ist aber noch, was die Jagd betrifft, nicht so erfahren, übt aber immer heimlich. Und generell ist sie auch ein ziemlich kluger Mensch, dass sie sich auch unter anderem im medizinischen Bereich und Kräuterkunde, bla bla bla, kennt sie sich sehr gut aus. Ist also ein Prinzip, was so gesehen für ihren Stamm mehr oder weniger ein Multitalent. Dennoch wird sie von ihren Stammesbrüdern als unwürdig und minderwertig erachtet, trotz ihres ganzen Know-hows und ihres ganzen Herzblut, das sie damit reinbringt. Aber plötzlich taucht ein außerirdisches Wesen, ja, der Predator, auf und geht ganz klassisch wie in den ersten Filmen auf Trophäenfang. Fängt mit etwas niedrigeren Raubtieren, wie zum Beispiel einer Schlange, an und arbeitet sich langsam hoch bis zum Menschen. Und da geraten natürlich auch Nanu und ihr Stamm, ne? Also ihre Kriegsbrüder und alle möglichen, geraten hier natürlich in den Fokus der Jagd, der Trophäensammlung des Predators. Und hier sieht Nanu ihre Chance, sich nun zu beweisen. Ja, es gibt noch den einen oder anderen Überraschungsmoment, will ich aber jetzt storymäßig nicht unbedingt mit einbringen, da ihr selber das euch angucken sollt und müsst, diesen Film. Ich komme jetzt einfach mal zu den Minuspunkten und da fällt mir im Groben und Ganzen nach Erstsichtung auch nur einer ein. Denn wer schon mal ein oder mehrere Predator-Filme gesehen hat, der weiß im Groben und Ganzen im Vorfeld schon, wie das ganze Ding ausgeht. Also wer noch neu in der Materie ist, und das dürften ja auch trotzdem einige des jüngeren Publikums sein oder der jüngeren Disney Plus Abonnenten, sage ich mal, die nicht unbedingt schon mit den alten Filmen in Kontakt geraten sind, könnte der ein oder andere Überraschungsmoment Richtung Ende hier noch, beziehungsweise was den Ausgang betrifft, bereithalten. Aber was so generell, wie das Ganze ausgeht, das ist jetzt nicht so, wow, hey, der Effekt, der fehlte mir hier einfach. Aber das ist nur Meckern auf sehr hohem Niveau, denn ich komme jetzt auch direkt zu den Pluspunkten des Films. Der nimmt sich nämlich zunächst einmal genug Zeit, Nanu und ihren Stamm und die Gebräuche und Sitten und die ganze Welt in Ruhe kennenzulernen, bevor der Predator richtig erst erstmal so richtig in Aktion tritt. Das neue und, ja, ich sage jetzt mal unbekannte Setting, der Film spielt, glaube ich, 1719, finde ich sehr erfrischend, ehrlich gesagt, und gibt viele tolle und auch neue Schauwerte, die wir so in einem Predator-Film einfach noch nicht hatten. Der Film hat eine FSK ab 16 und ist, ja, brutal und hart genug. Man muss auch mal, wenn man jetzt mal vergleichen will mit einem älteren, ja, Arnis-Klassiker, da war ja auch mal
ohne Jugendfreigabe auf dem Index und ist jetzt auch ab 16 runtergestuft. Da sieht man auch, wie ein Arm abgeschossen wird und der weiter ballert. Ne? Hast du nicht gesehen? Oder einer hier, Brustkorb, Jesse, eine Ventura, da Brustkorb durchgeschossen und Fontäne, bla bla. Also der Gore-Gehalt, da dürfte man nicht viel zu meckern haben. Man hätte zwar hier und da vielleicht noch ein bisschen mehr draufhalten können, aber für eine 16er-Freigabe geht das so schon okay, wie der Film geworden ist. Atmosphäre und Spannung, ja, ist top, ist da bei dem Regisseur, aber auch nicht wirklich eine Überraschung, dass er das wieder gut hinbekommen hat. Und die Effekte, das CGI, ja, weil, ich sag mal so, bei Tieren, die in unserer Gegenwart leben, da erkennt man natürlich schnell CGI raus, wie zum Beispiel ein Bär, ein Löwe, hast du nicht gesehen. Weil man wirklich den Vergleich hat zu Tieren, die wirklich existieren, hat man entweder im Zoo oder auch im Wildpark oder schon mal wirklich in freier Natur gesehen. Fällt schon auf, ist trotzdem sehr gut geworden, meines Erachtens und auch sonst. Die restlichen Effekte sind sehr cool geworden. Man hat auch das Problem der Zeit, also 300 Jahre in der Vergangenheit, aus unserer Sicht gut gelöst, auch was den Predator betrifft, denn der hat auch nicht so komplett die hochtechnisierten Waffen zur Verfügung wie ja, in den alten Filmen jetzt, die ja in den 80er, 90er und später spielen. Und das war auch sehr gut und sorgt auch für den einen oder anderen Überraschungsmoment. Und der Predator hat auch ein paar andere sehr coole Waffen dabei. Was ich auch ganz cool fand, was nicht so super aufs Auge gedrückt ist, was nicht zu viel war, aber gut portioniert und eingesetzt sind zwar ein paar Referenzen und Easter Eggs zu Predator 1 und 2. Sehr gut. Und bei den Endcredits, es gibt keine Mid- oder Post-Credit-Scene. Das ist ja inzwischen schon fast normal, dass Filme und Serien sowas haben, gerade aus dem Hause Disney. Aber wenn ihr die Endcredits guckt, da ist so ein animierter Teil, der quasi, ich nenne es mal Malerei-Sequenz. Schaut euch die an. Da gibt es gegen Ende noch einen kleinen Hint, der darauf so hinweist, es könnte ein potenzielles Sequel zu diesem Film hier geben. Wenn danach der Bildschirm dunkel wird und die weißen Credits rollen, dann könnt ihr im Prinzip ausmachen. Da kommt definitiv nichts mehr. Und damit komme ich direkt zum Fazit des Films. Denn Trachtenberg hat es mit Bravour geschafft, das Predator-Franchise wiederzubeleben. Der Film wirkt wirklich so wie einerseits wie eine Frischzellenkur, und stellt den Ruf des Predator, also als Jäger, einfach wieder her. Denn das wurde ja bei Predator Upgrade, der eher so ein bisschen durchwachsen war, gerade dadurch, dass diese Entmystifizierung stattgefunden hat, von Jäger zu, ey, ich will mich einfach nur mehr aufpumpen. Ne? Das fand ich bei Upgrade ziemlich meh. Ansonsten fand ich den Film ehrlich gesagt nicht schlecht, aber trotzdem, diese ganze Jägermentalität, es ist einfach wieder da, back to the roots, was den Predator und sein Background betrifft, ja. Das fand ich schon super mega und das dürfte viele Fans wieder zurückholen und auch besänftigen. Prey ist also ein wirklich harter, kompromissloser, atmosphärischer, spannender und optisch toller Beitrag im Predator-Franchise, der zwar das Rad jetzt nicht komplett neu erfindet, muss er aber auch nicht, aber wirklich durch dieses epochal primitivere Setting einfach auch sehr erfrischend wirkt, weil es einfach mal was komplett anderes ist als ein paar Leute mit Uzis rennen durch die Gegend und versuchen den platt zu machen, ne? Und wirklich, wirklich, wirklich genialer Film und ich sag Fortsetzung, ja bitte, bitte, bitte mehr davon, wirklich gelungen und ich bin wirklich geneigt dazu, den ganzen Dingen eine 9 von 10 Punkten zu geben, wobei ich Predator 1 und 2 rückwirkend ja eine 10 von 10 geben würde. Also, alle, die nach Upgrade abgeschreckt waren, gebt dem Film eine Chance, klickt rein, tut ihn euch an, er ist mega und lohnt sich total. So, das war's für heute. Ich danke dir fürs Einschalten. Lass mir gerne auch ein Abo da. Ich halte jetzt endlich die Klappe und bin raus.